Wie ihr seht, gibt es ein neues Video mit uns beiden. Es gibt heute ein This or That. Ich habe hier ein paar Fragen und dann schauen wir mal, in wie vielen Dingen Yannick und ich uns ähnlich sind und wo sich unsere Meinungen unterscheiden. Bereit? Mhm. Okay. Gut, die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist E-Book oder gedrucktes Buch? Was magst du mehr? E-Book. Wieso? Weil ich es einfach viel angenehmer finde, auf dem Kindle zu lesen, wenn ich abends im Bett liege und dann was lesen möchte. Dann möchte ich nicht immer die... Weil ich viel auf der Seite liege und dann möchte ich nicht immer da mit dem Buch da hantieren, mit dem E-Book oder mit dem E-Reader. Ist halt viel einfacher. Okay, du hast eben schon gesagt, mit deinem Kindle, aber du hast ein Tolino. aber ich habe auch ein Kindle. Ja, aber du benutzt dein Tolino. Das stimmt. Muss ja ein bisschen klugscheißern. Ich kann es tatsächlich genauso unterschreiben. Ich finde es auch viel praktischer, auch unterwegs finde ich es einfach viel angenehmer, weil ich mit meinen Büchern einfach sehr, sehr pingelig bin und deswegen Bücher nicht gerne mitnehme. Und mit dem Tolino ist es gar kein Problem. Ist auch leichter. Ja, ist auch leichter, das stimmt. Es nimmt weniger Platz weg. Also eigentlich lese ich auch viel lieber auf dem Tolino. Aber ich liebe natürlich auch meine Bücher, weil ich liebe auch mein Bücherregal. Ich finde das so schön. Also ich könnte auf die Taschenbücher nicht komplett verzichten. Also Stand jetzt könnte ich kein Mensch sein, der einfach nur alle Bücher in der Cloud hat und hier kein Regal. Du findest es auch schön, oder? Komm, gibst du, es sieht schon schön aus. Ja, hat was. Ja. Okay, und was ich auch sagen muss, bei Sachbüchern zum Beispiel finde ich E-Books nicht so cool. Da mag ich irgendwie so gedruckte Bücher mehr, weil da, finde ich, schlägt man auch ab und zu mal zwischendurch das nochmal auf. Und ich finde zum Nachschlagen ist das Tolino auch nicht so geil. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich, ja, so zum Lesen im Alltag finde ich auch E-Books besser. Okay, Sachbuch oder Roman? Also ich glaube... ja? Ich wäre gerne der Typ, der viele Sachbücher liest und auch konsequent von Anfang bis Ende, aber meistens bei den Sachbüchern hängt so nach einem Drittel oder Hälfte oder Dreiviertel, denke ich mir, okay, jetzt wurde das alles 50 Mal wiederholt, jetzt weiß ich, um was es geht. Und dann höre ich halt einfach auf zu lesen. Ja. Aber wenn ich konsequent lese, dann sind es eigentlich meistens Romane und wenn ich auch richtig Spaß dran habe am Lesen. Ja. Das geht mir tatsächlich auch so. Also ich finde, Romane entführen einen einfach in eine andere Welt. Das ist einfach mehr dieses hobbymäßige Lesen. So, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt komplett abschalten, weil ich finde, Sachbücher sind meistens nichts zum Abschalten. Aber wie du schon gesagt hast, ich würde auch gerne mehr Sachbücher lesen. Einfach weil ich glaube, dass man doch mehr aus dem Buch mitnimmt, also aus dem Sachbuch. Ich finde auch, dass man aus Geschichten was mitnehmen kann. Aber ich glaube auf einem Sachbuch einfach mehr. Und ich hoffe auch, dass wir es beide schaffen, es mehr zu lesen, was das angeht. Sachbücher oder was? Ja, auch so Richtung Finanzen und so. Und Richtung Produktivität, da steht ja auch noch ein Buch an. Und Richtung... Ich habe noch ein paar Sachbücher, die ich gerne lesen würde. Ich habe deinen Blick gerade gesehen. Also ich hoffe, dass wir es mehr schaffen, aber tendenziell auch eher Romane. Okay, Bestseller oder Geheimtipp? Kommt. Schwierig. Wieso? Also auf jeden Fall kommt immer auf den Autor drauf an. Oder? Also wenn ich jetzt... Ein Bestseller ist ja auch von Ken Follett zum Beispiel. Ja. Und da würde ich eher zum Bestseller greifen. Aber nicht bei einem Fitzek beispielsweise, wo ich weiß, okay, da bringt jedes unpopular Opinion vielleicht. Da bringt jedes Jahr so und so viele Bücher raus und die sind nach Schema F. Darf ich das jetzt sagen? Das darfst du sagen, weil wir sind ja eine offene Community. Und man muss sagen, er mag Fitzek nicht so. Oder eher die älteren Bücher. Ich finde auch die neueren noch gut. Also ich finde die älteren auch besser als die neueren, aber ich lese Fitzek eigentlich jedes Jahr den Thriller und ich mag sie gerne und er immer so, hä, war voll vorhersehbar und für mich gar nicht. Zurück zum Bestseller. Ja. Also ich glaube, 70% Bestseller, 30% so, was man so irgendwo aufschnappt von Freunden oder so. Oder okay, weil ich muss sagen, ich glaube, ich lese mehr Bestseller, einfach weil das ja so von der Bubble her man schon viel mehr ja auch Input kriegt. Hm. Aber eigentlich lese ich viel lieber Geheimtipps, weil ich durch diese ganze Social-Media-Bubble einfach so oft richtig hohe Ansprüche an Bücher habe. Und ich finde, das ist ein Problem. Also das ist bei mir so, das ist ja bei Fitzek, bei dir, glaube ich, das Problem, dass du immer denkst, es muss gut sein und dann ist es halt nicht. Hm. Aber mir wird jetzt auch spontan kein Geheimtipp einfallen. Echt? Doch. Das letzte Buch war ich. Also... Until We Fall in Love von Sabrina Bates. Ja,
Das hier wäre zum Beispiel für mich ein Geheimtipp. Das habe ich, finde ich, ganz selten gesehen. Aber das war ein richtig gutes Buch. Ich habe sogar auch ein Video, in dem ich unbekannte Bücher vorstelle, also zumindest welche, die für mich dafür unbekannt waren. Ich verlinke euch das auch mal, dann könnt ihr da mal reingucken. Weil wie gesagt, bei solchen Büchern hat man einfach nicht den Anspruch und das finde ich cool. Das stimmt. Wenn aber man dann überrascht wird, ist schon besser. Ja, aber ich glaube, du hast es vielleicht auch nicht so oft, weil du nicht so in dieser Social-Media-Buchbubble unterwegs bist, wo du einfach 10.000 positive Meinungen siehst und dann denkst, du musst es leben. So. Ja. Ich lese auch manchmal Autoren einfach. Also, wenn ich ein Buch von einem Autor gut finde, dann lese ich einfach erstmal alle von denen, von dem Autor. Und da bist du eine Zeit lang beschäftigt. Dann bin ich beschäftigt und dann brauche ich auch wieder eine Lesepause. Ja, das stimmt bei dir. Okay, Bibliothek oder Buchhandlung? Buchhandlung? Bibliothek ist mir ein suspekt. Gebrauchte Bücher. Ich mag gebrauchte Bücher total gerne. Ich habe auch alles tatsächlich, bis ich 18 war, glaube ich, den Hauptteil, doch, ja, das kommt mir sogar länger, habe ich den Hauptteil tatsächlich in der Bibliothek gelesen, was auch einfach daher kommt, dass ich als Kind und Jugendlich extrem viel gelesen habe, also so 5 Bücher die Woche oder so wirklich. Mhm. Und das hätte ich mir von meinem Taschengeld auch nicht leisten können, so. Und ich finde auch, dass diese ganzen Bücher, die man so während seiner Jugendzeit liest, ich finde, man braucht die nicht alle zu besitzen. Ja, da schon, aber bei der Bibliothek habe ich immer so vergilbte Bücher im Kopf. In einem schlechten Zustand und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Die dann so, schon so komisch riechen. Okay. Weiß ich nicht. Und außerdem finde ich jetzt, gebrauchte Bücher sind auch nicht immer so. Also ich finde, man kann ja auch online gebrauchte Bücher kaufen, weil die Kleine ist jetzt sehr. Also hier ist also keiner so unterwegs. Sie müssen in einem sehr guten Zustand sein. Okay. Aber das war meistens bei mir, in meiner Heimatstadt war das nicht so. Okay. Gut. Aber es gibt ja auch die Online, das ist ja auch eine Bibliothek. Ja. Dann ist es praktisch. Dann ist es richtig praktisch. Ja. Okay, also du gehst eher Richtung einmal lesen, aber du willst halt, dass das Buch einen guten Zustand hat. Dir geht es nicht ums Besitzen, sondern um... Genau, um einfach dieses Gefühl zu haben, man hat ein Buch. Was ordentlich ist. Ein ordentliches Buch. Ja. Also ich finde schwierig, weil eben ich hänge irgendwo so dazwischen. Ich war schon seit Ewigkeit nicht in der Bibliothek, weil ich glaube, ich habe genug. Wenn ich mir jetzt auch noch anfangen würde, Bücher auszuleihen... Aber ich finde es eigentlich eine richtig coole Alternative, vor allem bei Bibliotheken. Also gerade Stadtbibliotheken auch, finde ich, oft richtig gut preiswert sind. Und also jetzt bei mir in der Heimatstadt waren die Bücher eigentlich im guten Zustand. Aber ich bin einfach nicht so pingelig wie du. Hm. Weil es passt eigentlich nicht, weil eigentlich bin ich mit meinen Büchern aktuell viel pingeliger als du. Aber okay, vielleicht bin ich auch so geworden. Dann hier, Einzeltitel oder Buchreihe? Kommt immer auf die Geschichte drauf an, oder? Okay, wieso? Wenn ich jetzt die Kingsbridge-Saga von Ken Follett nehme. Mhm, nicht so viel rumwackeln, das fand ich ganz nervös. Ist es schön zu sehen, diese Entwicklung von vom Anfang von der Stadt bis dann also von Jahr 900 bis im Jahr 1700, diese Entwicklung von der Stadt mitzumachen. Mhm. Hier ist übrigens jemand, der sehr gerne historische Romane liest und auch Bücher, die so, mit denen du wirklich wahrscheinlich Leute problemlos ermorden könntest. Weil sie einfach, weiß nicht, die haben schon um die 1000 Seiten jeweils, oder? Ja. Also da schon, aber. Es kommt immer auf die Geschichte drauf an, aber meistens denke ich mal, eine abgeschlossene Geschichte ist besser. Aber mir gibt es auch so. Also ich finde, bei mir kommt es nicht auf die Geschichte an, sondern aufs Genre. Zum Beispiel bei Fantasy finde ich, ist es oft so, dass ich rein viel lieber mag, weil bis ich erstmal in diese Fantasy-Welt eingetaucht bin und in die Kräfte und die Wesen und alles und das Weltbild verstehe, ist mir meistens zu schnell zu Ende, wenn es mit dem Buch abgeschlossen ist. Vor allem, weil ich lese ja oft kein reines Fantasy, sondern Romantasy und dann ist ja auch noch eine Liebesgeschichte drin. Die haben meistens 400 Seiten oder so. Ich finde, da kriegst du oft keine gesamte Geschichte reingepackt. Aber bei Romance mag ich es gerne, wenn es abgeschlossen ist. Also ich finde, wenn Liebesgeschichten über 3 Bände oder so gehen, ist es mir meistens zu lang. Da ist irgendwo dann ein bisschen, oft so ein bisschen ein künstliches Problem. Aber es gibt auch Ausnahmen. Aber deswegen, bei mir hängen sie auch davon ab. Das heißt, hier können wir uns eigentlich gar nicht entscheiden, oder? Ja. Okay, gut. Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Nächster Punkt. Klassiker oder zeitgenössische Literatur? Hast du schon mal einen Klassiker gelesen? Ist der alte Mann und das Meer ein Klassiker? Oh, keine Ahnung. Ich glaube schon. Okay. Und in der Schule habe ich Klassiker gelesen, denke ich mal. Okay, das zählt aber nicht. Es geht jetzt hier um freiwillige Klassiker. So. Ich schau mal. Schaust du gerade mein Klassikerregal an? Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass ich so bewusst mal so einen Klassiker gelesen habe, außer der alte Mann und das Meer. Und okay. Das fand ich richtig gut, aber ich weiß, Zeitwasser? Zeitgenössische, also das, was jetzt rauskommt. Ja, dann eher das, was jetzt rauskommt. Okay, also bei mir ist es tatsächlich
bisschen anders. Ich finde das, was jetzt rauskommt, so schon auch richtig geil. Und ich mag es auch mehr als Klassiker, aber ich finde Klassiker zwischendrin voll cool. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich diesen, ich schaue mal dahinter, weil da hinten ist mein Klassikerregal, weil ich die Schmuckausgaben vom Koppenrad Verlag so liebe, weil die sind ja immer so liebevoll gestaltet mit Skin-Extras und mit Briefen und mit Karten und mit Stammbäumen und mit Zeichnungen. Und die finde ich schon richtig gut, deswegen, ja. Ich finde, man braucht immer ein bisschen, bis man drin ist, so in der Sprache, weil das ist ja doch anders. Aber ich finde, die Geschichten sind einfach schon richtig gut teilweise. Also ich verstehe es, dass es Klassiker sind. Möchtest du noch sagen? Nee. Okay. Fantasy oder Krimi? Liest du beides nicht so viel, gell? Kommt auf den Autor drauf an. Nee, ist ich weiß es nicht. Wenn du jetzt noch Fantasy oder nur noch Krimi lesen dürftest, was würdest du lesen? Wahrscheinlich Fantasy, oder? Wenn du jetzt so die Zwerge und so. Ja, wann hast du zuletzt einen Krimi gelesen? Ja, ich glaube Fantasy, ja. Also, ich glaube, Fantasy würde mir mehr liegen, wenn ich mich zwischen einen von den beiden entscheiden müsste. Wäre Krimi jetzt... Naja, es gibt manche Reihen, die würde ich... Welche Krimi-Reihe würde dir denn fehlen? Ich weiß gar nicht, oder ist es Thriller? Ich habe keine Ahnung. Was? Von Simon Beckett zum Beispiel. Also boah, das ist kalte Asche, Frage. Chemie des Todes und so. Das ist eigentlich, glaube ich, mehr ein Krimi, ja. Nee, ist es nicht... Aber ich... Ist, ja. Also hier steht auf jeden Fall Thriller, weil bei mir ist tatsächlich auch so. Aber was ist ein Thriller und was ist ein Krimi? Wo ist da der Unterschied? Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal kurz, ich google das mal schnell. War das Rosie? Also eigentlich sollte ich jetzt hier ein Zeitraffer reinkommen. Die mir jetzt schon länger so auf Instagram folgen, die können es wissen. Ich hatte hier im Bücherzimmer ganz lange unseren Hamsterkäfig stehen. Und dann hatten wir dementsprechend natürlich einen Hamster. Und Rosie durfte immer abends in so hier rein, haben gelesen. Und Rosie durfte hier so ihre Runden drehen im ganzen Bücherzimmer, weil hier gab es wenig Kabel, an denen sie klappern konnte. Leider gab es dementsprechend viel Bücher, an denen sie klappern konnte. Und es tut mir gerade richtig weh, das zu sehen. Und ich bin gerade ein bisschen sauer auf sie, was mich ein bisschen sauer auf mich macht, weil sie ist jetzt schon über ein Jahr tot. Und ich vermisse sie so, aber das vermisse ich echt nicht. Und sie hat auch tatsächlich eins von meinen Harry Potter Büchern, was ich mir neu gekauft habe, weil ich die Ausgabe so schön finde, hat sie zerbissen. Ist ja egal jetzt. Nee, mir tut es gerade richtig weh. Ist ja mein Buch. Okay. Okay. Also laut Internet, anders als beim Krimi, in dem das Hauptaugenmerk auf der Aufklärung eines Verbrechens liegt, existiert im Thriller eine fortwährende existenzielle Bedrohung für die Protagonisten. Okay. Das heißt, im Krimi ist halt wahrscheinlich einmal was passiert und dann soll es aufgedeckt werden. Und im Thriller ist ja durchgängig irgendwie... Ja, dann ganz klar Fantasy. Okay. Krimi ist sonst langweilig, finde ich. Dann ist Fitzek auch Thriller. Ja, klar. Also bei mir ist tatsächlich auch so, ich finde, es gibt ein paar gute Krimis, aber eigentlich bin ich, wenn dann eher auf Thriller und Fantasy lese ich tatsächlich viel mehr, weil Fantasy ist für mich auch vielfältiger, weil du kannst ja auch, bei Fantasy gibt es so viele unterschiedliche Richtungen mit Romantasy, nicht ganz. Krimi-Fantasy. Ja, gibt's ja auch. Ja, genau, okay. Jetzt sind wir uns also wieder einig. Okay, morgens lesen oder abends lesen? Abends lesen. Dann kannst du nämlich richtig schön einschlafen, gell? Genau. Nee, sprich weiter, warum? Nee, morgens mache ich ja anders. Trinke ich mal einen Kaffee. Okay. Geh zur Arbeit und dann abends ist es besser zum Abschalten, finde ich. Und dann schlafe ich auch relativ schnell ein. Das ist vielleicht das Problem. Vielleicht sollte ich deswegen auch morgens lesen, aber morgens ist mir irgendwie die Zeit zu schade. Das ist jetzt aber gemein. Ich finde Bücher sind was Schönes. Ja, aber morgens ist... Aber ich mache es tatsächlich auch so, also unter der Woche und am Wochenende einfach die Zeit morgens, da stehe ich auf und dann gehe ich sofort in meine ganzen To-Do-Listen über. Und ich finde, Lesen ist für mich was, womit ich mich dann irgendwie belohne. So, wenn ich alles erledigt habe, dann sitze ich abends noch auf dem Balkon oder im Sofa und im Bett und lese. Deswegen lese ich eigentlich auch abends. Aber ich finde, so im Urlaub einfach mal aufstehen und oder gar nicht aufstehen und direkt liegen bleiben und im Bett lesen hat schon auch was. Im Urlaub. Aber sonst so regulär, würde ich sagen. Abends. Okay. Oh, Lesezeichen oder umgeknickte Seiten? Lesezeichen? Hä? Ich habe noch nie eine Seite umgeknickt.
Sicher? Ja. Okay. Oder hast du letztes Mal ein Taschenbuch als Lesezeichen benutzt? Ja, das ist immer ein Lesezeichen. Okay, also ja, darüber müssen wir nicht diskutieren. Definitiv Lesezeichen. Ich könnte die dem Buch einen Knick verpassen, nicht absichtlich. Okay, nächster Punkt. Laut vorlesen oder still für sich lesen? Still für sich lesen? Heißt es, du möchtest mir nicht in Zukunft alle meine Bücher vorlesen? Das dauert mir zu lang. Ja, mir auch tatsächlich. Also, nee, okay, still lesen für sich. Okay, und letzter Punkt. Autobiografie oder Biografie? Ich schaue gerade zu den Biografien. Mhm. Ist das von Michelle Obama? Ist das eine Autobiografie? Boah, das weiß ich nicht. Also ich finde, eine Autobiografie ist besser. Denke ich mal, weil man vielleicht mehr erfährt. Wieso erfährt man ja? Über die Person selber, weil die Person selber das ja auch schreibt, über bestimmte Situationen. Weil aber du mehr diesen Blick von innen hast, meinst genau, du? Genau, wenn man mehr den Blick von innen hat, auch bei dem Barack Obama Buch, bei der Barack Obama. Hast du das je beendet? Ganz ehrlich? Nee. Okay. Aber Mehr zwei Drittel oder so bin ich durchgekommen. Das war schon spannender. Aber manchmal auch bei der Steve Jobs Biografie, also ich schaue die ganze Zeit da zu den Biografien, die ist zwar auch sehr gut, weil man hat auch mal die kritischen Stimmen gehört dann zu der Person selber und das ist auch schon was zu der Person gehört. Ja, also ich denke mal, wenn die Person noch lebt, ist Autobiografie vielleicht ein bisschen spannender. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt tatsächlich auch nicht entscheiden. Ich habe wenig Bücher gelesen, also wenig Biografien. Ich habe die von Avicii gelesen. Da war es natürlich keine Autobiografie, weil die nach seinem Tod erschienen ist. Es kommt, glaube ich, auf die Person drauf an. Aber ich glaube, Autobiografie, also die von Michelle Obama, schon richtig gut, die kann man empfehlen. Ja, die habe ich tatsächlich auch auf seinen Anraten hin. Ich habe sie gehört und ich finde, es ist extrem gut gemacht. Also es hat mir nochmal ganz neu die Augen geöffnet, was da so in ihr steckt. Weil ich finde, sonst ist sie oft so ein bisschen die Frau halt neben Barack Obama gewesen und das hat einfach nochmal gezeigt, wie krass sie einfach selber ist. Ja. Und ich finde, sie ist super beeindruckend. Aber grundsätzlich finde ich, glaube ich, auch Autobiografien cooler. Weil wie du schon sagst, aber ich finde den anderen Punkt schon auch wichtig, dass man auch so ein bisschen kritische Stimmen mal sieht. Es kommt, Was war die von Elon Musk? Die war auch... Die war auch eine normale Biografie. Ja, da war nämlich auch ein bisschen Negatives. Was heißt negativ, aber halt... Also... Ich glaube, es muss ein guter Mix sein. Ja. Am besten immer zu der Person zwei Biografien lesen. Eine Autobiografie, wenn es sie gibt, oder... Okay, ambitioniert, ambitioniert. Sagt die Person, die zwei Drittel der Biografie von Barack Obama gelesen immer, hat. Immer mehrere Quellen benutzen, Man lernt es. Okay, gut. Ja. Schön. Ich finde, wir waren uns gar nicht so oft uneinig. Ja. Passt. Cool. Sind wir fertig? Ja. Okay, was sagen wir jetzt noch? Vergesst nicht zu abonnieren und den Daumen nach oben zu machen. Genau, das war's von uns. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung so zu unseren Streitthemen waren. Oder ob es irgendwas gibt, wo ihr komplett anderer Meinung seid als wir. Genau, bis dann. Ciao.